Hoher Besuch hier und heute in Österreich. Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist zu Staatsbesuch hier. Er hat sich schon in der Früh getroffen mit Leonore Gewessler. Um 10.30 Uhr hat dann die Pressekonferenz stattgefunden. Diese Pressekonferenz, die handelte vor allem von einem, und zwar von einem gemeinsamen Abkommen. Dieses Abkommen, das kann man auf jeden Fall als Solidaritätsabkommen bezeichnen, zwischen Deutschland und Österreich, auch nach dem Vorbild Deutschland und Tschechien. Zur Erinnerung, Robert Habeck, der war ja erst auch am Montag in Tschechien, ist dann von Tschechien eben nach Österreich direkt angereist. Man weiß nicht genau, per Bahn oder per Flieger, das konnte man nicht herausfinden, auch weil die Pressesprecherin es nicht beantworten wollte. Auf jeden Fall ist er nun in Österreich und es gab diese Pressekonferenz, in der das Abkommen erklärt und dann unterzeichnet wurde. Die drei wichtigsten Punkte dieses Abkommens, die sehen wie folgt aus. Der allererste Punkt, der bezeichnet sich die Erdgasdiversifizierung in Europa, dass die auf jeden Fall geregelt sein sollte. Ein nächster wichtiger Punkt ist auf jeden Fall das Durchleitungsrecht. Viele Leitungen, die gehen nämlich durch Österreich, die gehen durch Deutschland. Im Fall einer Krise, im Fall eines absoluten Notstandes sollen also diese Leitungen im Sinne der Solidarität auf jeden Fall nicht gekappt werden. Der dritte und der letzte wichtige Punkt, der bezieht sich nicht nur eben auf die Solidarität, sondern auch auf die Nutzung der Erdgasspeicher. Auch hier gibt es eine klare Solidarität zwischen Deutschland und Österreich, um nur namentlich auch kurz den Speicher Haidach zu nennen. Danach ging es dann hier nach Wien-Simmering, wo ich mich auch jetzt noch immer befinde. Dort wurde das Gaswerk angesehen, beziehungsweise das Kraftwerk mit den enormen Wärmepumpen. Diese zählen nämlich zu den größten in ganz Mitteleuropa. Die wurden sehr medienwirksam untersucht und danach hin ging es dann noch zu Caroline Edtstadler. Caroline Edtstadler, die Europa- und Verfassungsministerin, um die ging es dann auch. Mit der wurde sich auf jeden Fall zusammengesprochen. In weiterer Folge dann auch noch mit unserem Wirtschaftsminister, also mit dem Äquivalent dazu, mit Martin Kocher und am Abend dann mit Alexander Van der Bellen, mit dem österreichischen Bundespräsidenten. Dieser dicht getaktete Tag, also von Robert Habeck, der wird alles in einem Tag durchgezogen. Das Allerwichtigste, das ist auf jeden Fall dieses Abkommen. Die große, die spannende Frage ist, wie geht es im Herbst, wie geht es im Winter weiter? Denn Deutschland befindet sich auf der zweiten Warnstufe, kurz zur Erklärung, der Gasnotfallplan. Die allererste Stufe, auf der befindet sich Österreich, das ist die Frühwarnstufe. Die zweite Stufe, auf der befindet sich Deutschland, die Alarmstufe. Die dritte Stufe, das wäre dann die Notfallstufe, auf der befindet sich noch kein europäisches Land, mit Betonung auf noch. Österreich selbst, das könnte in die zweite Stufe gelangen, wenn die Heizsaison beginnt und die Gasspeicher dann nicht zu 80% gefüllt sind. Bisher sind sie auf jeden Fall geringer gefüllt. Plus es gibt dann auch die Nord Stream Pipeline 1. Innerhalb dieser Nord Stream Pipeline 1 gibt es nun eine Wartung. Die sollte auf jeden Fall bis zum 21. Juli gehen. Und man weiß auch konkret nicht, wie es danach weitergehen wird, wie viel Gas dann geliefert wird. Also es werden uns auf jeden Fall noch schwierigere Zeiten bevorstehen. Das große Thema, das wird immer die Erdgasspeicherung sein. Wie viel Gas hat man noch zur Verfügung? Zumindest zwischen Deutschland und Österreich wird das über diesen Winter hinaus kein Streitpunkt werden.